Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Speedbuild. Ich freue mich drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir nun zusammen hier ein neues Haus bauen werden. Wir sind hier in der neuen Nachbarschaft aus Die Sims 4 Nachhaltig Leben und dort soll diesmal ja wieder ein etwas klassischeres Haus entstehen, nämlich ein kleines Vorstadthäuschen. Wobei klein nicht ganz so stimmt vielleicht, also es ist schon ein bisschen größer geraten, als ich das sonst momentan baue. Und ja, auf jeden Fall, es bietet Platz für eine kleine Familie. Momentan können dort entsprechend 4 Sims drin wohnen. Ich habe also 2 Teenagerzimmer eingerichtet und eben ein Zimmer für die Eltern. Natürlich ist auch hierbei wie immer genug Platz vorhanden, um das Ganze noch entsprechend auszuweiten. Wir können also noch ein bisschen was dran bauen. Das wäre also auch überhaupt kein Problem, wenn ihr sagt, nee, ich brauche dann doch ein bisschen mehr Platz. Das ist also überhaupt kein Problem. Ja, das Haus ist wieder, wie gesagt, so ein bisschen im Vorstadtstil gehalten. Ich wollte mal wieder so ein bisschen back to the roots gehen, ne? So ein bisschen in die klassischere Variante von einem Haus bauen, kein irgendwie besonders kleines Wolkenkratzer-Hochhaus oder eben entsprechend kein Containerhaus und nicht mehr wieder so modern, wie ich es jetzt die einige Zeit vorweg immer wieder gemacht habe mal. Und ja, diesmal ein ganz normales, klassisches Einfamilienhäuschen, was man so in Amerika entsprechend sehen würde und könnte. Das ist ja immer so ein bisschen dieser Stil von Amerika, den habe ich mir auch hierbei wieder zum Vorbild genommen. Ich hoffe, ich habe das ganz gut umgesetzt. Ich habe bei Pinterest so ein bisschen rumgeschaut und geguckt, was ja, könnte man da nehmen, was passt so ein bisschen, wie sehen die Häuser dort aus und habe dann ja, so ein paar Ideen gesammelt und daraus ist dann letztendlich dieses Haus hier entstanden. Das Ganze steht in der, ich weiß leider gerade nicht aktuell, wie die Nachbarschaft tatsächlich heißt. Das ist die, wo der Steinbruch ist. Also letztendlich die ganz nördliche Nachbarschaft. Dort steht entsprechend dieses Haus hier. Das Grundstück ist 30x20 Kästchen groß, also so mittelmäßig groß. Also es gibt natürlich noch kleinere, es gibt auch größere. Also das heißt, ihr habt hier ja eine schöne Größe zum Spielen. Wirkt natürlich dadurch nochmal ein Stück weit größer, dass der Rand des Grundstückes dadurch noch ein Stück erweitert wird, dass erst ein Stück weit dahinter der ja, von EA gesetzte Zaun kommt. Das heißt also, ihr habt von der Ansicht her noch ein etwas größeres Grundstück, als ihr tatsächlich bebauen könnt. Was ich leider sagen muss oder was ich ein bisschen nervig gerade hier bei Nachhaltig Leben, also bei der neuen Nachbarschaft finde, ist, dass wir tatsächlich überall dieses blöde, ja, diesen Müll rumfliegen haben. Ihr seht es ja überall hier in den Regenrinnen dort auf der Straße entsprechend. Ich habe schon extra den Sheet eingegeben, damit wir hier in dieser Nachbarschaft einen grünen Fußabdruck haben, dass wir also eine grüne Nachbarschaft haben. Und eigentlich hatte ich auch den Cheat eingegeben, dass entsprechend kein Müll vorhanden ist. Irgendwie ist er dann doch da. Ich weiß nicht, ob der Cheat funktioniert oder nicht. Also ich habe das im Internet gefunden, den Cheat. Angeblich soll dadurch der Müll verschwinden. Tut er ganz eins nicht. Ja, ist leider ein bisschen blöd fürs Bauen, weil es nicht ganz so schön aussieht. Wahrscheinlich müsste man tatsächlich doch mal das Ganze durchspielen mit einer Familie, dass dort entsprechend eben alles aufgeräumt ist und dann eben auch weiterhin mit der Familie bauen. Ist ein bisschen schade tatsächlich, dass man das nicht irgendwie so einstellen kann. Wahrscheinlich funktioniert das auch mit einem Mod. Ich glaube, der MCC ist ja doch irgendwie sehr universell einsetzbar. Ich kenne mich leider mit dem Cheat überhaupt, mit dem Mod überhaupt nicht aus. Falls ihr da was wisst, wie man diesen Müll dort entfernen kann in der Nachbarschaft, dann sagt es mir sehr gerne, weil ich finde es halt ein bisschen nicht ganz so schön ansehnlich, wenn man hier ein tolles Haus baut und dann im Vordergrund liegt dann überall der Müll rum. Aber gut, soll jetzt hier keinen Abbruch tun. Das ist ja was jetzt nicht ganz so stören sollte. Und ich wollte tatsächlich auch hier in Evergreen Harbor bauen, weil, gut, wir haben jetzt schon die neue Nachbarschaft, es kommt so ein bisschen ökomäßig das Thema, ne, also ist ja ein Öko-Suburban House, also ein entsprechendes, so ein bisschen auch auf ökologisch getrimmt. Gut, wir haben jetzt hier nur die Sonnenkollektoren hier als ökologisches Instrument hier, aber ja, vielleicht möchte der eine oder andere ja doch noch hier die Windräder mit platzieren oder
den Taufänger, das könnt ihr ja noch alles machen. Platz genug, wie gesagt, ist ja hier vorhanden. Zum Haus selber, wie gesagt, es ist so ein bisschen in Vorstadtrichtung gebaut worden. Wir haben im Erdgeschoss einen großen Raum, wo wir entsprechend den Eingangsbereich haben, das Esszimmer und die Küche. Wir haben dann die beiden Teenagerzimmer, die hier im Erdgeschoss sind. Wir haben ein kleines Badezimmer, was allerdings voll ausgestattet ist. Und wir haben einen Waschzimmer, Hauswirtschaftsraum, so würde ich sagen. Genau, manche sagen Waschküche, ich sage Hauswirtschaftsraum. Und war übrigens eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie interessant ist, aber ich habe einem Bekannten aus München erzählt, dass wir eine HWR haben, also abgekürzt Hauswirtschaftsraum. Und er kannte den Begriff tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das auch wieder so was Regionales ist. Also ich kenne Hauswirtschaftsraum, ich kenne Waschküche. Ich weiß nicht, ob es noch andere Begriffe dafür gibt für das Zimmer. Dort, wo letztendlich die Waschmaschine steht, wo die Wäsche getrocknet wird, wo Putzutensilien stehen etc. Also bei uns zumindest hier, wo ich herkomme, ist es die HWR, der Hauswirtschaftsraum. Und da sehen wir jetzt auch her, wird hier eingerichtet. Und deswegen nenne ich das jetzt einfach mal so. Und im oberen Stockwerk, dort haben wir dann das Elternschlafzimmer. Wir haben ein großes Badezimmer nochmal zusätzlich. Und wir haben dort letztendlich das Wohnzimmer. Ich habe so ein bisschen ausprobiert, packe ich das Wohnzimmer tatsächlich jetzt hier im Erdgeschoss rein oder packe ich es nach oben hin, und am Ende habe ich mich dann dazu entschlossen, es nach oben hin zu machen, denn ich hatte nicht mehr ganz so viel Platz für das Wohnzimmer und ich wollte es schon ein bisschen größer haben, dadurch, dass wir natürlich auch eine Familie haben, und deswegen habe ich das so ein bisschen dann nach oben hin gepackt. Genau, und das ist soweit auch eigentlich alles, was wir hier an Räumen haben. Und dann gibt es noch einen schönen Garten, eine schöne Terrasse, und dann war es das auch schon mit dem Haus hier. Denn ich wollte es so ein bisschen, zurückhaltender gestalten. Gut, der Garten vielleicht nicht ganz so, da muss man jetzt sehen, ob das einige sagen, der ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender, andere sagen vielleicht, der ist ziemlich üppig, aber zumindest den vorderen Bereich des Hauses wollte ich relativ schlicht halten, so wie es man häufig auch in Amerika ist, dass man eben tatsächlich nur eine Rasenfläche hat, die Auffahrt fürs Auto, vielleicht so ein paar Pflanzen im Vordergrund noch, einen Baum, aber das war es dann ja auch häufig schon. Das ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, wo wir teilweise schon recht üppige Vorgärten haben. Und deswegen wollte ich das einfach mal so ein bisschen übernehmen, dass wir also hier so ein bisschen die andere Variante haben, eben nicht so einen üppigen Vorgarten. Genau. Hier sind wir jetzt in der Küche angekommen. Auch hier wieder meine Lieblingsküche aus Die Sims für Elternfreunden. Diesmal allerdings in einem Grauton, den ich relativ selten benutze. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, tatsächlich hier die Farbe zu finden, welche ich benutzen möchte für die Küche. Habe mich dann letztendlich für dieses Grau entschieden, weil es dann doch ein bisschen zurückhaltender ist. Und es passt auch sehr gut zu der Farbe, zu den Fliesen. Und die Fliesen sind aus... ich habe es gleich. Ah, Dschungelabenteuer. So, da sind die Fliesen her, genau. Passen also von der Farbe halt sehr gut dazu. Wir haben ja auch so ein bisschen dieses Orangeton in den Wandfliesen, der sich dann wieder so ein bisschen in den Bodenfliesen spiegelt. Die elektrischen Geräte, also der Herd, der Kühlschrank, sind ja auch so ein bisschen wärmere Farben. Ist ja so ein Sandton-Beige. Also auf jeden Fall ein bisschen was Wärmeres, freundlicheres. Es ist keine wirklich große Küche, also für das Haus, was ich hier gebaut habe, hätte man vielleicht doch eher eine etwas größere Küche erwartet, aber ich wollte sie ein bisschen kleiner halten. Sie passt halt dort sehr gut. Dadurch natürlich auch, wir mussten den Platz irgendwie ausnutzen. Wir haben natürlich eine sehr große Fensterfront, beziehungsweise die große Schiebetür, die wir aus Die Sims 4 nachhaltig Leben bekommen haben, die ich so klasse finde. Ich finde sie wirklich richtig toll und ich glaube, sie wird jetzt sehr häufig in den Häusern kommen, die ich baue. Deswegen hatten wir halt nicht so viel Platz, tatsächlich hier überall die Schränke zu platzieren. Und deswegen gibt es eine etwas kleinere Küche, die aber trotzdem natürlich vollkommen ausreichend ist. Also man braucht keine Küche mit 20 Kücheninseltheken.
weil die Sims da sowieso nicht benutzen. Und man hätte natürlich noch Küchentheken benutzen können, zum Beispiel, um dort die Mikrowelle draufzustellen, eine Kaffeemaschine etc. Wenn ihr das natürlich machen möchtet, klar, dann müsst ihr die ganze Küche vergrößern, das ist richtig. Aber zum Kochen selber braucht ihr keine 20 Küchentheken. Das ist nicht notwendig. Und von daher reicht auch, wie gesagt, hier so eine kleine Küche. Wir haben dann hier einen großen Esstisch. Der darf natürlich nicht fehlen, wenn man schon eine große Familie hat. Also 4 Sims könnten theoretisch ja hier drin wohnen. Und 2 weitere Sims können dann eben Platz finden. Und genau, der steht so in der Mitte des Raumes, der Esstisch. Und dann haben wir jetzt hier entsprechend noch das Wohnzimmer, was ich zumindest erst als Wohnzimmer gedacht hatte. Aber wie ihr seht, es war jetzt nicht ganz so viel Platz, dass ich dort eine schöne große Sitzecke hinplatzieren konnte, wo halt alle Platz finden. Das Schrägstellen fand ich vielleicht auch ganz interessant, aber es war mir einfach zu wenig Platz zwischen Esstisch und dann letztendlich dem Wohnzimmer selber. Das war mir einfach zu wenig. Das hätte einfach nicht gewirkt, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen umentschieden. Ich habe hier ja außen einen Kamin angebaut, deswegen gibt es das auch hier im Inneren. Einen kleinen Ofen, das ist der aus The Sims 4 nachhaltig leben. Und ja, wir haben jetzt hier entsprechend einfach eine kleine Sitzecke, wo eure Sims sich hinsetzen können, Buch lesen können, sich zusammen hinsetzen können und quatschen können oder so. Es ist mehr oder weniger eine Deko-Ecke als so eine wirklich benutzbare Ecke, aber trotzdem ist ja auch nicht verkehrt. Man kann ja trotzdem die irgendwie nutzen. Und ich fand das eben ganz schön, dass man jetzt hier auf diese Art und Weise den Raum ausnutzt. Auch ein bisschen Deko hat, natürlich. Aber dass es eben nicht zu überladen wirkt. So ein bisschen etwas interessanter die Teppiche. Drapieren. Genau. Die sind ja auch neu aus diesem für nachhaltig Leben, finde ich sehr, sehr schön. Sind sehr zurückhaltend vom Design her, auch von den Farben her, deswegen passen die halt sehr gut überall rein und vor allem eben hier auch in so einem etwas skandinavisch angehauchten Vorstadthäuschen passt das ganz gut. Die Ecke hier vorne muss ich natürlich auch noch irgendwie hübsch machen und deswegen habe ich mich dort entschieden, ein großes Bild hinzuhängen. Ich habe letztens zufällig tatsächlich dieses Bild wiederentdeckt. Das ist so ein Bild aus den, ich glaube aus Coole Küchen ist das Bild. Es ist etwas, was ich eigentlich gar nicht so wirklich immer auf dem Schirm habe. Also es ist ein Bild, was ich sehr schön finde, aber irgendwie nie so richtig im Kopf habe, dass ich das benutzen kann. Also man hat ja so eine Bilder, die man immer wieder häufiger verwendet, die hat man im Kopf, die weiß man, okay, die passen hierzu, die passen dazu. Und das ist so eins, was ich nie wirklich richtig auf dem Schirm hatte. Und deswegen finde ich es mal ganz schön, dass ich es jetzt hier trotzdem verwendet habe. Denn es ist auf jeden Fall ein Blickfang, es sind schöne Farben, auch so ein bisschen leicht pastelliger die Farben und passen eigentlich relativ gut hier mit ins Wohnzimmer rein. Genau. Kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Teenagerzimmern. Ein Teenagerzimmer habe ich entsprechend rausgeschnitten, das seht ihr so ein bisschen im Hintergrund. Das ist mehr das Sportlerzimmer. Also es ist ein Sim, der sehr gerne sportlich aktiv ist. Ich habe dort eine Trainingsmaschine hingepackt. Poster sind an der Wand von Fußballspielen, die Pokale hängen dort. Also ein etwas sportlicheres Sim. Und hier in diesem Zimmer, das wird etwas, geht mehr in die Richtung, also Mädchenzimmer, so, ne? Und das ist halt dann der zweite Sim, der letztendlich hier einziehen kann. Auch hierbei sind viele Sachen aus Nachhaltig Leben verbaut worden, aber auch aus Andi Uni. Ich finde, die passen halt sehr gut zusammen für so ein Teenagerzimmer. Das sind einfach Objekte, die ja schon so ein bisschen in diese Richtung gehen. So ein bisschen farbenfroher, runde Ecken, pastelligere Farben, hellere Farben. Und das passt eben sehr gut alles zusammen und eben auch für das Kinderzimmer relativ gut geeignet oder Teenagerzimmer besser gesagt. Genau. Und also für dieses Zimmer habe ich jetzt keine wirkliche Richtung ausgelegt. Also nicht jetzt so wirklich, dass es sagen kann, okay, hier ist jetzt der Sportler drin oder hier ist der Technik-Nerd drin oder hier ist, was weiß ich, Katzenliebhaberin, so wie ich das jetzt in meinem letzten Video hatte. Na, da habe ich ja das Teenagerzimmer so gemacht, dass wenn man wirklich Katzenliebhaberin ist und vielleicht Tierarzt oder Tierärztin werden möchte. Und hierbei ist es ein bisschen neutraler gehalten, würde ich mal sagen. Ich habe im Zimmer von dem Sportler
gibt es einen Schreibtisch, da könnt ihr theoretisch auch einen Laptop oder einen PC draufstellen, weil den habe ich tatsächlich in diesem Haus hier nicht verbaut. Den gibt es nicht. Genau. Jetzt wird noch ein bisschen hier für Schnickschnack gesorgt, ein bisschen Deko. Und dann ist das Zimmer hier auch soweit schon fertig. Genau. Und wie gesagt, ihr habt natürlich auch Platz, es nach rechts oder links das Haus auszuweiten. Das heißt, falls ihr noch ein weiteres Zimmer benötigen würdet, könnte man am besten neben dem Wohnzimmer, dort könnte man am besten noch ein weiteres Zimmer anbauen, weil dort habe ich das so ein bisschen freigelassen, die Fläche. Dort sind nur ein paar Bäume und ein paar Pflanzen, aber ihr habt dort noch genug Platz, um später letztendlich ein weiteres Zimmer anbauen zu können. Genau. Kommen wir jetzt auch hier ins Obergeschoss. Und das habe ich komplett ausgebaut. Also ihr seht ja, dort ist genug Platz, um jetzt hier entsprechend das Familienwohnzimmer zu bauen. Und hier sind eben das Schlafzimmer der Eltern und auch entsprechend das Badezimmer der Eltern. Das heißt also auch hier nach von außen vielleicht nicht ganz so zu erkennbar, weil man die Dachschrägen hat, aber trotzdem kann man hier genug platzieren, es ist genug Platz und auch hierbei habe ich sehr viele Sachen aus The Sims 4 nachhaltig Leben verwendet, allerdings auch aus dem Tiny Living Accessoires Pack und die ergänzen sich ja auch sehr gut. Also Tiny Living war ja auch so ein bisschen skandinavisch angehaucht und das gleiche Thema haben wir ja auch letztendlich so ein bisschen bei The Sims 4 nachhaltig Leben, dass es so in diese skandinavische Richtung geht mit sehr viel Holz, hellen Farbtönen, pastelligen Farbtönen und ja, also das finde ich ja besonders schön, weil es so ein bisschen in meine Stilrichtung letztendlich geht. So, was natürlich auch nicht fehlen darf hier in einem, klar, Wohnzimmer, ist letztendlich ein kleiner Fernseher und dabei habe ich wieder die kleine Deko-Idee genommen, die ich auch schon in einem meiner, ich glaube, in dem Lux Skyscraper habe ich das gleiche gemacht. Dementsprechend, das ist der neue Couchtisch aus The Sims 4 Nachhaltig Leben. Wenn man den ein bisschen verkleinert, kann man da sehr schön so einen kleinen Fernseher drauf platzieren. Ein bisschen Schnickschnack, ein bisschen Deko, kleine Blume, kleine Lampe. Und dann kann man auch auf kleinem Raum entsprechend ja seinen Fernseher platzieren. Und ich finde, das sieht ganz schnuckelig aus, ist ganz süß. War was anderes als diesen großen Couchtisch zu platzieren, der ja doch etwas überdimensional geworden ist und deswegen finde ich das besonders süß. Ihr werdet da vielleicht ein bisschen, oder sagen wir mal anders, ihr werdet dort wahrscheinlich dieses rote Brett benötigen, was in der Infobeschreibung verlinkt ist. Schaut da sehr gerne mal nach, damit ihr das von der Höhe her besonders anpassen könnt, weil wenn ihr das nämlich verkleinert, den Tisch, kann es sein, dass wenn ihr es mit den nach oben schiebt, mit den Tasten, das Objekt, dass das eben nicht ganz passend ist. Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr es haben wollt, schaut sehr gerne in die Infobeschreibung rein. Dort findet ihr den Link zu dem roten Brett. Ja, kommen wir jetzt entsprechend in den Garten rein. Dort kommen wir jetzt hier zu der Terrasse. Auch hier eine kleine Deko-Idee. Das sind die Objekte, diese Wandobjekte, die wir mit diesem Sphere nachhaltig Leben bekommen. Wenn man die entsprechend an der Wand platziert und dann die Wand entsprechend entfernt mit einem Vorschlaghammer, bleibt das stehen, eventuell Move Objects Cheat aktivieren. Und dann könnt ihr entsprechend dort so ein bisschen rankend was hochwachsen lassen und habt dort entsprechend auch einen kleinen Sichtschutz, einen Zaun, den ihr dann bauen könnt. Ich weiß, es gibt einen speziellen Zaun für die Sims 4 nachhaltig Leben, auch in drei verschiedenen Höhen. Ich fand den aber jetzt nicht so schön. Also er ist noch ein bisschen mehr verschlungen oder sind mehr kleine Kästchen da dran. Ich finde den nicht ganz so schön, muss ich gestehen. Und deswegen fand ich jetzt die Idee ein bisschen besser, dass man auf diese Art und Weise eben entsprechend einen eigenen kleinen Zaun platziert und baut. Was natürlich auch hierbei nicht fehlen darf, ist eine große Essecke draußen. Wir haben diesmal tatsächlich einen Grill. Ich habe ihn nicht vergessen. Und also einem Barbecue steht also auch hier in diesem Haus nichts im Weg. Eure Sims können dort draußen grillen, sich sonnen, sich hinsetzen und mit ihren Lieben einen netten Abend verbringen. Auch hierbei dürfen natürlich dann Pflanzen nicht fehlen. Und da habe ich ja auch nicht mitgespart mit den Pflanzen. Hier diese kleine Ecke habe ich dann dafür genutzt, um entsprechend ein bisschen die Wand zu verdecken mit diesen neuen Ranggittern, die wir bekommen mit diesem viel nachhaltig Leben. Ich habe eins später ausgetauscht, um dort einen Hochgarten oder besser gesagt, also diesen
Wie nennt man das jetzt? Hochgarten? Nennt man das Hochgarten? Also dass diese Pflanzkübel, die vertikal sind, die vertikalen Pflanzkübel, sagen wir es mal so, habe ich dann dort eine von hingepackt, damit eure Sims auch hier ein bisschen was anbauen können, letztendlich. Genau. Hier kommen jetzt noch ein paar Blumenbeete dahin. Ich habe mich so ein bisschen für die Richtung gelb entschieden. Also ich habe überall so ein paar gelbe Pflanzen verwendet. Ich fand das eben ganz schön, so ein bisschen als ja, Farbtupfer noch mit da rein, dass wir also auch hier eine andere Farbe drin haben und die allerdings doch ein bisschen zurückhaltender ist und nicht so aufdringlich ist, wie jetzt zum Beispiel ein knalliges Rot oder ein Pink. Genau, deswegen habe ich das Gelb genommen. Ja. Zum guter Letzt kommt eben entsprechend noch der andere Bereich des Gartens. Ich habe das Haus natürlich auch im Vorfeld schon mal vorher getestet und vorgebaut und eigentlich hatte ich hier vorgesehen, so wie auch bei meinem letzten, bei meinem Flowery Cottage, genau, wollte ich erst auch einen kleinen Teich hinsetzen. Ja, habe mich dann aber umentschlossen und habe dort eine riesengroße Pflanzanlage platziert, also mit ganz vielen Blumen und verschiedenen Pflanzen, mit kleinen Büschen dazu und ja. Einfach um so entsprechend die Fläche auszunutzen, auszufüllen, dass man also dort auch einen großen Pflanzbereich hat. Dann kommt dann eine kleine Bank hin, das kleine Vogelhäuschen darf natürlich auch nicht fehlen aus diesem Sphären, nachhaltig leben. Das Insektenhotel, das kommt natürlich auch noch, denn damit können eure Sims ja auch ein bisschen was anbauen, beziehungsweise herstellen, genau. Und ja, im vorderen Bereich haben wir zwei. Wie nennt man es? Zwei Auffahrten, genau. Oh, das hat mich auch gestoßen hier. Zwei Auffahrten, einfach auch als Deko entsprechend. Wir haben einen Basketballkorb in einer der Einfahrten. Und ansonsten ist, wie gesagt, der vordere Bereich des Hauses relativ schlicht gehalten. Ich wollte dort nicht so viel Pflanzen platzieren. Das habe ich dann eher hier im hinteren Bereich des Gartens gemacht. Bäume dürfen natürlich dann auch nicht noch fehlen. Und ja, dann wäre das Haus soweit fertig. Das Haus findet ihr natürlich auch in der Galerie. EAID ist Eistierritter. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Schaut auch sehr gerne in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr alle Links zu mir, zu Social Media. Ich würde mich natürlich freuen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Haus sagen werdet. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in einer der nächsten Folgen, beziehungsweise einer der nächsten Speedbuilds. Bis dann erstmal. Tschüss.